Hallo ihr Lieben, echter Patientenfall heute zum Thema Autofahren und darf ich dann auch essen? Also darf ich beim Autofahren auch essen? Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante. Ja, ihr wisst ja, wie das alles geht, plus weg, Abo abschließen, je nachdem, wo ihr mich seht. Zurück zum Patientenfall. Also, die Fragestellung kam hoch, da die Person sehr vielfältig mit dem Auto unterwegs ist. Kennt ihr ja alle, die Auto fahren, oder man kann ja auch in der Bahn sitzen oder mit dem Bus fahren oder meinetwegen auch mit dem Flieger. Also, wir haben ja viele Verkehrsmittel, wo immer die Fragestellung ist, darf ich in dem Zeitrahmen überhaupt essen oder nicht? Und hier war es jetzt genauso, dass dann die Überlegung war, darf überhaupt im Auto oder darf man unterwegs überhaupt essen? Antwort: Ja, auf jeden Fall. Warum? Das Gehirn braucht Energie, also es braucht und will gerne 99% Zucker haben in Form gesunden Zucker. Das heißt, an der Stelle ist es immer sinnvoll, sich gerade wenn es länger dauert, wir vielleicht die Verfügbarkeit von Lebensmitteln auch nicht sofort haben, sich die Brotbox fertig zu machen, da Dinge reinzumachen, die ihr gerne esst, also Brot mit Belag, sei es Käse, sei es Wurst, sei es süß auch. Es ist immer noch besser, ein Brot mitzuhaben, als gar nichts zu essen oder dann nur verfügbar gucken, ja, was kriege ich jetzt irgendwo auf dem Bahnhof oder an der Tankstelle. Viele beschweren sich darüber immer, dass das manchmal nicht ausreicht oder nicht so gesund ist. Dann hilft es natürlich nur, selber machen, mitnehmen. In die Brotdose kann natürlich auch immer Gemüse kleingeschnitten, also Tomate, Gurke, ein Stück Gurken, also kann ja auch ein Stück abschneiden. Es gibt ja mittlerweile auch Snackgurken und ähnliches, Radieschen. Ihr habt die Möglichkeit mit Cherry-Tomaten muss man einmal nur unter dem Wasserhahn halten und dann kann ich die da reinmachen. Das Brot kann man in Häppchen klein schneiden, dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel während des Fahrens auch zu essen. Ich selber habe viele Diabetespraxen aufgebaut und bin dadurch sozusagen immer im Norddeutschland oder als Referentin bundesweit unterwegs gewesen und habe dieses Thema Autofahren immer wieder gehabt, was natürlich auch manchmal heute noch vorkommt. Manchmal sind es ja auch nur kurze Wege, dass man irgendwie einen Tag lang nochmal in die Stadt geht und bummeln geht, einkaufen geht oder eben Termine hat. Und ich mache es auch so, dass ich immer was mitnehme. Das Obst kennen ja viele, ist immer eine Option. Wer in Richtung Eiweißquelle gehen will, kann einfach Glas nehmen, Obst klein schneiden, Quark, Joghurt, Frischkäse dazu, bisschen Geschmack, vielleicht Vanillezucker, Vanillearoma, je nachdem, was ihr da gerne haben möchtet. Man kann das Ganze natürlich auch pürieren als Shake mitnehmen, also als sogenannten Eiweißshake, schluckweise für zwischendurch, was natürlich auch wunderbar im Auto geht. Weil ich ja geschlossene Gefäße habe und viele ja auch ihr Auto nicht dreckig machen möchten oder so krümelig oder so. Das will man ja auch nicht wegen der Kleidung. Deswegen hilft es, das Brot klein zu schneiden oder eben auch die Shakes mitzunehmen. Wenn ihr nach 2 Stunden Pause macht, weil ihr eine längere Tour unterwegs seid, dann geht es ja auch zum Beispiel Joghurt im Glas. Natürlich geht auch mal ein Fertigprodukt, wer mag. Also gerade was Joghurt angeht, es wäre auch ein Trinkjoghurt möglich. Wenn ihr aber Zucker, also diesen klassischen erhöhten Zucker, sparen wollt, dann ist natürlich immer ein Naturprodukt, selber Früchte reinmachen, besser, weil dann wisst ihr, was drin ist. Ja, fällt mir noch was ein. Notration ist auch immer das Thema. Also wenn es mal irgendwie schnell geht und zack ins Auto, passiert ja immer, wenn wir mit den Kindern irgendwas haben oder oh je, wir sind eng dran und müssen schnell los, dann kann man sich zum Beispiel auch eine Notration, das habe ich auch immer gemacht, an Keksen ins Auto legen. Natürlich Haferkekse, Vollkornkekse, ihr könnt aber normale Butterkekse nehmen. Die Möglichkeit ist auch, wer was Pikantes haben will, Salzstangen. Brezel, sowas geht immer gut. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt besonders gesund vielleicht, weil viele sagen, oh Gott, aber gegessen wird es natürlich trotzdem. Und ich persönlich finde es super, weil es eine Alternative ist, wenn ich das Brot mal nicht mit habe, dann habe ich, oder ich es schon aufgegessen habe und man hat das Gefühl, oh, da geht jetzt noch was, dann kann ich sozusagen immer wunderbar auf Salzstangen zurückgreifen. Ich selber mache das auch. Ich bin morgen eine Tour unterwegs, ungefähr so 3, 4 Stunden. Und an der Stelle ist es so, dann habe ich auch Brot und Gemüse und Obst mit, Quack, dann in der Tupperbox. Wer die Videos kennt, hat das ja vielleicht auch schon mal gesehen. Und dann geht auch immer Notration, zum Beispiel Salzstangen ganz gut. Die kann man schön in die Tupperdose packen, also in eine Plastikbox, sorry, und dann sozusagen die mitnehmen. Das heißt, ihr wisst an den Stellen Notration wichtig fürs Gehirn. Und es ist immer noch besser, Salzstangenbrezel zu essen, als gar nichts zu essen. Oder vielleicht auf andere schnell verfügbare, wie Kohlenhydrate, wie Croissants oder so zurückzugreifen. Oder vielleicht auch
andere Mahlzeiten oder mit Heißhunger nach Hause zu kommen und dann sozusagen ordentlich reinzustopfen. Also an der Stelle Essen einbauen, mitnehmen. Wie gesagt, wenn ihr länger als 2, 3 Stunden, könnt ihr nach 2 Stunden Pause machen, wer mag. Oder zwischendurch essen. Also Essen nicht vergessen. Gut fürs Gehirn, gut fürs Denken, gut für Concentration, wenn ihr Auto fahrt oder wenn ihr unterwegs seid. Von daher Essen einbauen nicht vergessen. Ganz liebe Grüße. Denkt dran. Plus weg und Abo abschließen, je nachdem, wo ihr mich seht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Esst ihr eigentlich, wenn ihr Auto fahrt, auch im Auto? Oder macht ihr eine Pause? Oder wenn ihr mit dem Bus oder Zug unterwegs seid, esst ihr an den Orten? Nehmt ihr euch überhaupt was mit? Würde mich interessieren. Schreibt gerne in die Kommentare. Habt einen schönen Tag. Liebe Grüße, eure Sandra.